Schon die musikalische Begleitung verspricht eine hochklassige Veranstaltung. Laura Zimmermann stimmt die Teilnehmer auf das erste Wirtschaftsforum Spotlight in Tauberbischofsheim ein. Vor gut einem Jahr war ich gemeinsam mit Jörg Ernstberger im Austausch und überlegt, was könnte unsere Region noch weiter voranbringen und wo fehlt es vielleicht noch ein bisschen. Und wir haben festgestellt, dass über unseren doch recht flächenmäßig großen Landkreis sich etliche Entscheider und Unternehmer noch gar nicht wirklich persönlich kennen, ob von Wertheim bis Weikersheim beispielsweise. Das war der eine wirkliche Grund. Und der zweite war, wir wollten ein modernes, neues Business-Format ins Leben rufen, was einerseits Möglichkeiten zum Diskurs bietet, wo man sich auch mal dran reiben kann, aber auch wirklich Perspektiven für die Zukunft mit guten Denkanstößen einem mit auf den Weg bringt. Die Welt verändert sich und mit ihr die wirtschaftliche Situation für viele Unternehmen. Franzi Kühne wirbt in ihrem Vortrag für eine höhere Frauenquote in den deutschen Vorstandsetagen und auch für mehr Flexibilität. Als erstes Vorstandstandem in Deutschland teilt sie sich den Job in Teilzeit an der Spitze der Edding AG. Es gibt ganz, ganz viele Vorurteile gegenüber Jobsharing, Tandemarbeiten. Wer gibt dann meinen Urlaub frei? Muss ich alles doppelt erzählen? Das sind die typischen Vorurteile. Man kann diese Vorurteile ganz, ganz schnell aufräumen, indem man miteinander spricht und einfach die Arbeitsweise transparent macht und auf die Probleme der Mitarbeitenden eingeht. Und deswegen, ich halte diese Konstellation für absolut zukunftsfähig. Die Entscheidungen, die wir treffen, sind einfach so viel schlauer, weil sie schon durch zwei Köpfe durchgegangen sind. Also deswegen, ich verstehe nicht, warum so wenige Unternehmen diesen Mehrwert nicht begreifen, weil wir tatsächlich neue Lösungen brauchen, die logisch und schlau durchdacht sind. Und sie sind durch zwei Köpfe gegangen. Jobsharing ist dafür ideal. In einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion ging es ebenfalls um das Thema Veränderung und Transformation. Die Welt um uns verändert sich, dann suchen Menschen wirklich auch eine Stabilität in der Familie, im Freundeskreis, aber eben auch im Unternehmen. Ich möchte meinen Mitarbeitern diese Stabilität geben, sie aber gleichzeitig motivieren, Veränderungen selbst anzustoßen, damit wir gemeinsam für die digitalen Herausforderungen gerüstet sind. Ein weiterer Schwerpunkt war die Digitalisierung und auch hier sehen die Teilnehmenden die ländlich geprägte Region auf einem guten Weg. Ich glaube, sie sind mittendrin, denn zwischen Stadt und Land gibt es gar nicht so viele Unterschiede. Ich glaube, in Heilbronn hat es die gleichen Probleme mit Digitalisierung wie hier im Taubertal. Anders ist es wahrscheinlich in Berlin. Aber letzten Endes, wenn Breitband hier ankommt, der Spirit ist da. Wir müssen noch viel investieren, aber der Spirit ist da und wir können nach vorne gehen. Natürlich war auch die Präsidentschaftswahl in den USA ein Thema. Auch wenn derzeit noch niemand weiß, was sich dadurch möglicherweise für uns verändern wird. Es wird auf jeden Fall herausfordernd werden und ich sehe darin aber auch eine Chance, dass wir auf gewisser Weise mehr Verantwortung übernehmen müssen, ob es jetzt als Wirtschaftsunternehmen ist oder in der Politik. Und ich glaube, da ist wirklich auch mal eine Chance für uns als Taubertäler, als Deutsche, vielleicht aber auch als Europäer, ein bisschen selbstbewusster dazustehen und auch unabhängiger zu werden. Erstmals wurde auch ein Innovationspreis ausgelobt, der auch mit einer finanziellen Förderung in Höhe von 1.000 Euro verbunden war. Gewonnen haben ihn die Future Labs aus Lauda Königshofen, eine Denkschmiede für Jugendliche. Geschäftsführerin Sophie Grimmer berichtet von einem aktuellen Fall einer Jugendlichen, die mit Programmierung eigentlich nichts zu tun haben wollte. Sie war dann auf einmal 3-4 Stunden versunken in einem Laptop und hat einen Roboter programmiert, der dann ja, potenziell neuen Jugendlichen, die in die Werkstatt kommen, die dann begrüßt an der Türschwelle. Und das war für mich einfach so eine Geschichte, wo ich gesagt habe, hey, das hätte sie vorher nicht gemacht, das hätte sie sich nicht zugetraut, das hätte sie vielleicht auch nicht den Rahmen dafür gefunden. Und ja, jetzt ist sie da dem gegenüber offen, wer weiß, wo das noch hinführt. Und dafür ist natürlich der Preis und die Förderung auch, dass wir einfach diesen Raum weitergestalten können. Die Raumschaft weiter innovativ gestalten, das will auch Landrat Christoph Schauder, der seinen Landkreis wirtschaftlich sehr gut aufgestellt sieht. Mein Tauberkreis steht in vielen Bereichen, nicht nur geografisch, an der Spitze Baden-Württembergs. Wir sind der Landkreis der Weltmarktführer. Wir haben 20 Unternehmen, die als Weltmarktführer oder Branchenführer tätig sind. Wir haben, wie man so schön sagt, einen bumbalgesunden Mittelstand, ein innovatives Handwerk. Und das ist das, was unsere Region, unsere Raumschaft, unseren Landkreis auszeichnet. Kurzweilig, unterhaltsam, innovativ und vor allem inhaltsreich. Die Premiere des ersten Wirtschaftsforums Spotlight fällt absolut positiv aus. Ich bin begeistert. Es sind tolle Gäste da gewesen. Wir haben ein klasse Programm gehabt. Und es hat wirklich Impulse gesetzt
Von daher, das steht felsenfest sicher. Die Wiederholung steht nächstes Jahr an. Ich freue mich schon richtig drauf. Das dürfte auch vielen Besuchern so gehen, denn die wurden im Anschluss zum einen kulinarisch verwöhnt, zum anderen gab es aber auch ausreichend Gelegenheit zum gegenseitigen Austauschen, Kennenlernen und Netzwerken.